ist es? Ist das K.O. vom Stromausfall? Scheiße, so sind wir hier gelandet. Es muss einen anderen Ausweg geben. Ja gut, hier geht's nicht hin. Warum dachte ich, das klappt auf einmal? Ich muss verrückt sein. Berechtigt, ja. Moment. Bitte sag mir, du verstehst, was für eine Scheiße gerade passiert ist. Ja, glaub mir, das wird sich gern. Nee, wir sind von hier gekommen. Hier ist eine Tür zum Öffnen mit kurzen Interagieren, so. Ach. Wenn wir den zum Laufen kriegen, könnte auch der Aufzug funktionieren. Immer wieder einbringen, ja, geil. Ich glaube, der Generator funktioniert noch. Fehlen nur ein paar Teile. Überraschung. Ja, tja. Uffe, was haben wir denn hier eigentlich? Ja. Oh. Ja. Dr. April Hasse. Interessant. Ja, dass sie nicht ganz die ist, wie wir dachten. Ich habe schon die Verteilerkappe, ja, die ist ja auch wichtig. Und noch ein Zahnrad. Natürlich. War ein neues Teil, besser gesagt. Ja, ach schön. So. Generator, Rappel, Rear End. Der Zucker gar nicht. Oh, ja. Drück halt. Du kennst das doch. Der geht ja etwas verzögert, bin ich der Meinung. Der tuckert nicht, warum tuckert er nicht? Jetzt tuckert er. Meinst du, der Aufzug geht wieder? Hüftle, finden wir es raus. Schade. Das heißt, wir sind also schon recht weit. Mal gucken. Ich grüße jetzt. Na, wenn wir weg. Ja, wir beschützen. Komm. Halt dich von hier fern, du Scheißkerl! Sam? Geh, ich lenke es ab. Was? Scheiße. Oh nein, Linda. Wie zum Teufel bin ich hier gelandet? Du bist eingeladen. Madison, ich bin so froh, dass wir uns endlich unterhalten können. Verdammt, bist du... Was hast du getan? Ah, ja. Eine leider unvermeidliche Reihe von Unglücksfällen. Ich erwarte nicht, dass du jedes Detail verstehst, aber fest steht, man kann das sprichwörtliche Omelett nicht machen, ohne die sprichwörtlichen Eier zu zerbrechen. Eier? Wir sind keine scheiß Eier. Du hast gelogen, betrogen, manipuliert und jetzt jagt uns irgendein schreckliches Monster. Ich habe dich nie belogen. Red doch keinen Scheiß, Lady. Ich kann dich von den Albträumen befreien. Ich werde es tun.
all der Schmerz, das Trauma vorbei. Du musst mir nur sagen, dass du es willst. Naja, sie ist ja deswegen schließlich hier. Ach, jetzt versuche ich ja rational zu denken. Wie würde ich mich verhalten in der Situation? Ich bin ja deswegen da, weil ich die Albträume loswerden will, wenn ich jetzt beschimpfe. Und Stan war ein Idiot, ganz ehrlich, man. Also, ja, komm. Ich kann so nicht mehr leben. Ich ertrage diesen Albtraum nicht mehr. Vielleicht ist es Zeit für etwas Neues. Also der Ton ist irgendwie nicht ganz passend. Oh, ja, ja, Mann, guck doch hin. Oh, Alter, bitte. Der kann da nicht raus. Unausweichliches Schicksal. Aber Linda und Chris, kannst du ihnen helfen? Ich kann nichts für sie tun. Sie müssen ihren Weg allein finden. Kommst du mit? Ja, wir machen es mal. Wir gehen mal den Weg. Komm. Ja. Ich will, dass dieser Albtraum endet. Das wird er. Komm. Okay, ist er zurückgegangen. Scheiße. Ja, ich weiß es doch nicht. Durchhalten, komm. Ich war so froh, dass du wieder da bist. Oh. Mann. Mist.
Naja, das sind Entscheidungen, die man trifft und manchmal liegt man falsch. Geht das jetzt auch zu Ende, die Cutscene? Ich bin schon lange drüber über die Zeit eigentlich. Kann aber auch sein, dass das Finale jetzt vielleicht schon ist. Frank Stone hat endlich seine Bestimmung gefunden. Mein Held. Ein des Entitus würdiger Killer. Der Übergang zwischen den Welten wird durch Opfer und Gewalt geöffnet. Die Macht des Entitus wird alles verschlingen. Was wird aus mir, der Person, die ihm diese Welt dargebracht hat? Ich werde seine treu ergebene Dienerin sein und sein Wissen aufsaugen, an seinem Ruhm teilhaben. Ich bin Augustin Lieber. Ich habe den Entitus in diese Welt gebracht. Woher willst du wissen, dass er deine Hilfe braucht und will? Mal so gefragt. Diese Leben voller Mühe und Qualen. Alles für diesen wunderbaren Moment erhabener Perfektion. Sahen deine Augen je solche Erhabenheit? Solch pure, unbändige Pracht. Deine schlimmen Visionen sind bald vorbei. Wie versprochen. Ich bringe dir die Opfer dar. Demütig erwarte ich meinen Lohn für treue Dienste. Endlos. Deswegen. Er sagte, was er dir durch deine Dienste will. Verflucht! Das ist kein Film. Das ist kein Film. Das ist echt. Du bist die Regisseurin. Du hast hier das Sagen.
Also verhalt dich so. Klar. In Richtung Licht. Warum nicht? Dann hatten wir das schon. Kommt mir bekannt vor. Okay, wir gehen. Linda, Achtung, wir gehen jetzt mal dahin. Das sieht interessant aus und wichtig vor allem, wir gehen jetzt dahin. Verliere ich hier den Verstand oder ist es? Ist das wirklich eine gute Idee? Nur so können wir uns sicher sein. Wir müssen sicher sein. Ja. Ja, okay. Okay, interessant. Das ist alles sehr seltsam. Da hinten geht's weiter, wa? Ich werde mal trotzdem kurz. Aber Sam, Linda und so entwickeln den Film, aber. Sam? War Sam nicht der Polizist? Und Robert der Sohn? Und da bin ich gekommen, ne? Ja, ich hab den dann auch bin von da gekommen, oder? Ja, ich bin von da gekommen. Moment, entschuldigt Leute, ich muss einfach mal gucken, was hier möglicherweise zu finden ist. Ah, Luft, naja. Dann gehen wir doch mal gucken. Dort ein Schritt ist. Was es da gibt. Vor allem, wo sind wir hier? Ist das der Wald, von dem wir auch gekommen sind? Also durch den wir gefahren sind hier mit Chris? Quatsch, mit Chris sag ich schon, mit Maggie? Oder ist das eigentlich alles nur Trug? Ja, Linda sieht auch ein bisschen verzweifelt aus. Ja, das wirklich. Ist so nicht passiert. Es ist anders. Oh. Es ist wirklich da drin. Was machen wir damit? Wir teilen es auf. Stimmt, da ist Jeder Sam, nimmt ja. ein Stück. Dann bringen wir sie so weit wie möglich voneinander weg und lassen sie unter keinen Umständen wieder zusammenkommen. Da flackert's wieder. Das kann nicht der einzige Weg sein. Ich habe keine bessere Idee. Aber wir müssen damit leben, was passiert ist. Und die Rivers. Die Rivers. Es darf nicht noch mehr Opfer geben. Okay. Das war wohl nichts. Aber ich dachte... Nee. Alles gut, wird sie hoffentlich noch aufklären. Was auch als nächstes passiert, ist meine Angelegenheit. Meine. Ihr lebt einfach weiter. Denkt nie wieder an das hier. Erzählt niemals irgendwem davon. Ihr hattet nie damit zu tun. Ihr wisst gar nichts. Verstanden? Auch hier sich das alles verändert, weil eigentlich war ja der vorherige Laden, wo wir die Szene gesehen haben. Ich liebe sowas, deswegen muss ich das jetzt kurz mal für mich selber so ein bisschen
Eigentlich wäre er da hinten irgendwo der Laden, wo wir vorher waren. Jetzt sind wir aber nur hier in dem Laden und es gibt doch keinen anderen. Falls ihr wisst, was ich meine, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Ich erwache. Wo bin ich? Dann kommt die Erinnerung zurück. Unsere Welt wurde von einem Reich jenseits von Raum und Zeit verschlungen. Dank mir. Du kannst den gern aufheben und auch aufgehoben lassen. Also, ich meine aufgehoben, weglegen, mein Gott. So, Moment, hier, da hinten ist eine Tür. Aber hier ist auch was. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich gehe hier hin. Leertaste gedrückt halten. So. Wie sieht es so schief aus hier, wa? Irgendwie sieht das komisch aus. Hm. Entschuldigung. Wow. Hey, ich brauche Hilfe. Hallo? Hört ihr mich? Oh, verdammt. Wir müssen weg. Irgendwas kommt. Wir können nicht bleiben. Sind Dwight und Claudette und da ist... Oh, ist das Nia? Oh mein Gott, ja, ich werde gerade ein bisschen unruhig. Warum verfolgt es uns nicht? Warum wartet es dort nur? Was ist hier los? Egal, ob Killer oder Überlebender, der Entitus spielt auf ewig mit unseren Seelen. Endlose Prüfungen, voller Furcht, Hoffnung, Schmerz, Opfer. Nicht mal der Tod ist ein Ausweg. Das war schon krass. Ja. Das Ende war jetzt natürlich an sich geil. Aber es lässt wieder viel zu viele Fragen offen. Und ich habe das schon bei Quarry und Man of Medan oder Madden oder so gesehen. Irgendwie sind die Finals in den Spielen immer nicht so geil. Interessant. Heißt das jetzt also, was heißt das also? Ist Linda jetzt auch im Entitus? Hätte ich die Tür nehmen können? Performance, jetzt kann ich weiter drücken. Wir machen es mal. So. Stimmt, aber auch diese Kapuzengestalt, die wir auch schon gesehen haben im Stahlwerk, ne? Doch schon das Parkett. Ah, okay. Interessant. Oh, da ist der Typ in Kapuze.
Oder die alte Frau in Kapuze. Interessant. Der Champion. Schnittraumetage freigeschaltet. Kann ich mir vorstellen, in der Story. Du kannst zu einem späten Punkt in der Story springen. Interessant. Ja. Okay. Man drückt da schon Enter. Muss ich doch noch hier rauf. Interessant auf jeden Fall. Schnittraumetage. Was haben wir denn da zu finden? Na komm schon. Ja. Oh. Gestalt erscheint. Kinder überlebt. Ach, ja. Augustin verraten. Das Lagerfeuer. Kinder entkam. Geil. Maddie verraten, ja. Was das zu bedeuten? Aktueller Pfad. Unbekannter Pfad. Warum 90%? Warum 10%? Es ist sehr interessant, scheint mir, aber man kann nicht rauszoomen, man kann leider nur... Da gibt es ja, naja, das ist halt das Ding, was ich meinte. Da gibt es einen Haufen Möglichkeiten. Ja, gut. Das war's aber erstmal mit der... Nee, entschied sich nicht zurückzukehren, ich habe das anders gespielt. Anhänger verbrannte Chris? Nein. Das stimmt nicht. Dachte mir schon, dass man sich das so spielen kann, aber wieso steht denn hier dran? Ich habe das nicht so gespielt. Ich hab sie auch schließlich... Oh. Nee, das ist nicht passiert. Ich habe das nicht so gespielt. Ja, auch so ein Ding. Er wurde verschlungen, aber wieso ist er nicht 80 gewesen und so weiter und so fort? Aber ich habe Chris, die ist nicht zurückgegangen, Mensch. Wieso steht denn das hier jetzt falsch? Wie auch immer. Ja, ich werde, weiß nicht, ob ich das mal zeigen werde noch, die anderen Möglichkeiten, aber es gibt ja wahrscheinlich im Internet genug Videos davon. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich fand's geil. Insgesamt, ja. Klar, gibt immer wieder Sachen, wo man sagt, hätte ich anders gemacht vielleicht, aber... Ja, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.